Moin, hier ist wieder SearchCamp, der Online-Marketing-Podcast. Hier ist Markus Hövener, wie eigentlich fast immer. Heute wieder mal nicht alleine. Ich habe mir etwas, netten Besuch ins Studio geholt, respektive über eine fernmündliche Leitung. Und zwar reden wir heute über SEO-Tools und respektive vor allem über kostenlose SEO-Tools. SEOs und Tools, das ist ja so eine ganz innige Verbindung. Geld ausgeben, das vermeiden wir alle möglichst gerne. Deswegen gucken wir uns heute mal ganz viele kostenlose Tools an, gucken nach, wofür kann ich Geld ausgeben, wo kann ich Geld sparen. Und vor allem, wenn ich Geld ausgebe vielleicht, was kriege ich dafür? Aber eben wie gesagt, was kriege ich eigentlich auch wirklich kostenlos, ohne einen Cent auszugeben? Und gleich geht's los. Ihr hört SearchCamp, den Online-Marketing-Podcast mit Markus Hövener. Immer das Neueste rund um SEO, SEA und Co. Und da sind wir, die Leitung ist geschaltet. Wie versprochen geht es heute um das Thema kostenlose SEO-Tools. Und ja, ich habe einen Vortrag darüber vom Stefan auf dem SEO-Day gesehen. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her, gebe ich zu. Aber bis wir jetzt bei uns mal zusammenfinden, dauert es immer auch ein bisschen. Stefan, für alle, die dich nicht kennen, stell dich mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin Stefan. Nachname spricht man Fisch aus. Ich bin ursprünglich einer der Gründer und Geschäftsführer von Trust Agents gewesen. Seit dieser Woche sind wir nicht mehr Part of Debt, sondern Debt. Also wir nehmen das gerade Mitte Januar auf, wird natürlich ein bisschen später erscheinen. Ich spreche auf diversen Konferenzen. Fokusthemen sind dann immer Shop-SEO und bin auch noch Autor von zwei Fachbüchern. Einmal ein Buch über die Google Search Console heute und über das technische SEO. Und das Buch über die Search Console musst du wahrscheinlich bald neu schreiben, nehme ich an. Ja, das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Ist aber auf der anderen Seite auch spannend, dass da die Entwicklung weitergeht, neue Funktionen mit dazu kommen und neue Fragen, die viele Webmaster hatten, auch von Google dann jetzt toolgestützt auch beantwortet werden. Ja, was ist indexiert, was ist nicht indexiert. Von daher ist es doch schön, dass es da weitergeht. Okay. Ja, vielleicht an der Stelle kurz so, wie ist dein Eindruck, was die Search Console angeht? Ist die neue wirklich besser als die alte? Meine diplomatische Antwort ist, es ist anders. Ich habe jetzt, muss ich sagen, weiterhin sehr stark mit der alten Version gearbeitet oder die Standardfunktion, die ich mir anschaue, ist immer die Suchanalyse. Ja, und von daher, ja, die Optik ist ein bisschen anders, es funktioniert aber sehr, sehr ähnlich. Ich muss auch sagen, dass ich viel über die API direkt die Daten halt rausziehe und nicht über das Interface, weil das halt auch weiterhin relativ hakelig ist, da halt verschiedene Einstellungen vorzunehmen, was rauszunehmen, was reinzunehmen. Das habe ich dann lieber in Tabellenform vorlegen, filter es mir zusammen, wie ich es brauche. Das ist für meine Workflows dann wesentlich entspannter. Aber insgesamt, es sind halt viele Daten, ja, die dann für jede Zielgruppe aufzubereiten, also sowohl den Hardcore-Webmaster als auch den passionierten SEO, als auch letztendlich den kleinen Selfmade-Website-Betreiber, ist natürlich auch ein Anspruch, der sehr schwierig zu erfüllen ist. Und auch bei anderen Tools ist es durchaus immer ein Thema. Mhm. Ja, aber ist natürlich ein super Intro, weil Google Search Console ist ja quasi auch ein kostenloses Tool. Weiß nicht, ob wir da später nochmal drüber reden wollen. In den Shownotes werdet ihr da draußen eine Liste finden vom Stefan. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, 30, 40, 50 Stück. Auch zusammen mit so einer kleinen Empfehlung, was man sich vielleicht auch nochmal leisten kann an kostenpflichtigen Tools. Aber lassen Sie über die kostenlosen reden. Also grundsätzlich haben wir uns vorher abgesprochen, wir wollen nur über Tools reden, die auch wirklich kostenlos sind. Also nicht irgendwelche Trial-Versionen, du kannst überall immer 14 Tage reingucken oder sowas. Ne? Sondern es geht wirklich um kostenlose Tools. Und wir wollen jeweils auch gucken, so innerhalb einer Kategorie von Tools, was kriegst du für umsonst? Und welchen Mehrwert kriegst du eigentlich, wenn du vielleicht noch ein paar Euronen drauflegst? Ja. Lass uns mal mit Keyword-Tools anfangen. Ich würde natürlich denken, dass das beliebteste Keyword-Tool, der Keyword-Planner, ist sowieso kostenlos. Ja. Hättest du sonst noch was Gutes auf der Liste, wo du sagst, das braucht man unbedingt? Was viele Leute letztendlich nutzen, ist Answer the Public. Ja, das ist jetzt auch nicht 100% kostenfrei, muss man sagen, weil man manche Daten dann nicht so rausbekommt. Aber um halt Fragen schnell zu sehen, ist das immer noch ein Tool, das ich jedem empfehle oder das wir auch jetzt hier intern in der kostenfreien Version nutzen. Du hast jetzt ja eben schon gesagt, das Google AdWords Keyword Tool, weiterhin sehr häufig genannt. Was halt immer das Problem ist, nicht jeder hat halt die entsprechenden Ad-Ausgaben, um halt die
exakt ein Suchvolumina. Ich mache da jetzt extra Gänsefüßchen dran zu sehen. Da habe ich noch einen Tooltip, das ist searchvolume.io, wo ich auch mehrere Keywords auf einmal abfragen kann und mir halt die Suchvolumen, die wirklichen Suchvolumen dann zumindest laut Google Ads einfach rausziehen kann. Und das ist durchaus etwas, wo ich immer wieder die Frage bekomme, hey, ich kriege nur diese Ranges, wie kriege ich denn jetzt was Granulareres raus? Weil wenn wir dann auch auf SEO-Tools gucken, die haben dann teilweise auch so Skalen von 0 bis 100. Das ist natürlich dann auch relativ gut erstmal. Von daher SearchVolume.io finde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr cooles Tool. Und wenn es halt dann darum geht, noch ja, sich Themen zu erarbeiten oder zusammenzufassen. Alles, was letztendlich so mit Wortschätzen zu tun hat, ist dann halt super, um dann zu sehen, was sind eigentlich Wortbeziehungen, welche Themen gehören zusammen, was kann ich vielleicht zusammenpacken, was passt auf eine Zielseite letztendlich drauf. Auch da gibt es halt sehr, sehr coole Möglichkeiten, zum Beispiel mit dem Wortschatz von der Uni Leipzig, der ja auch schon seit Jahren, Jahr und Tag in der SEO-Szene so ein bisschen grasiert. Auch da finde ich, das hatte ich, glaube ich, gar nicht aufgenommen, seemager.de. Oder ja, klar. Sehr gerne, ja. Finde ich auch sehr, sehr spannend, so Wortbeziehungen einfach zu sehen. Und da gibt es auch kostenlose Möglichkeiten, um halt einfach Wortverknüpfungen sich anzuschauen. Mhm. Answer the Public hattest du erwähnt. Die haben jetzt auch so eine Pro-Version raus. Hast du die schon mal ausprobiert? Oder zahlt ihr da auch was für? Ich glaube nicht. Also ich habe es selbst persönlich nicht ausprobiert. Ich muss jetzt mal im Team fragen, ob sie das nutzen. Okay. Die Datenquelle ist ja häufig sehr ähnlich. Ich finde halt die Darstellung sehr cool und wenn man halt wirklich schnell was checken möchte, finde ich, da ist das immer eine super Möglichkeit, da einfach vorbeizuschauen, zu gucken, was sind die Fragen rund um ein Thema. Die Datenquelle ist ja nicht geheim, ist dann in den allermeisten Fällen einfach Google, die Google Suggest entsprechend für die Fragewörter, aber die Darstellung finde ich halt super. Ja, und die Pro-Version kann ich aktuell wenig zu sagen, müsste ich im Team mal rumhorchen, ob sie das nutzen. Überhaupt hättest du irgendwie, also wir sind ja noch bei den Keyword-Tools, fällt dir irgendwas Kostenpflichtiges ein, wo du sagst, das ist das Geld wert? Ein bisschen schwierig, weil wir für uns die API selbst angezapft haben. Klar. Keyword-Tool.io schwirrt mir immer da im Kopf rum. Hypersuggest auch, weil da ja auch dann Suchvorschläge von anderen Suchsystemen mit dabei sind, ob es jetzt Amazon oder eBay ist. Je nachdem, in welchem Bereich ich mich einfach bewege, ja, macht das halt auch durchaus Sinn, andere Suchmaschinen sich anzuschauen oder auch mal beim Wettbewerb einfach zu gucken, was sind denn da die Suggests, die da so kommen. Ja, man kann ja auch die Suggests rausgrapen von mir aus Zalando oder halt Idealo oder sonstige Seiten, wo ich das Gefühl habe, hey, die sind wahrscheinlich von der Keyword-Abdeckung sehr weit vorne mit dabei. Von daher, da einfach ein bisschen Kreativität auch immer walten lassen. Na klar. Ja, dann lass uns mal zur nächsten Kategorie kommen. Ich habe viele Crawler bei dir in der Liste gefunden, auch noch so, ja, totale Altlasten, muss ich sagen, wie Xeno oder auch das Microsoft SEO Toolkit. Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt das Ding ist, aber es ist ja wirklich schon, 10 Jahre hat es wahrscheinlich schon auf dem Buckel. Ja, nach der Optik könnten es auch 15 sein. Genau. Kannst du noch ein Windows 98 dazu installieren, damit es dann authentisch aussieht. Ja, aber Second Edition muss das dann schon sein. Ja, auf der ersten Version schmiert es immer ab. Lass uns mal, wie gesagt, du hast ein paar Tools genannt. Ich denke, die kostenpflichtigen Optionen sind uns allen klar. Also gerade ein Screaming Frog SEO Spider wird, denke ich, viel genutzt bei uns, bei euch wahrscheinlich auch. Ja, absolut. Was sind so die kostenlosen Optionen? Beamers Up fand ich noch sehr cool. Ja, vom Interface ein bisschen angelehnt aus meiner Sicht an den Screaming Frog. Beziehungsweise da kann man jetzt auch schwer das Rad neu erfinden, wenn man so einen Crawler baut. Sieht auch sehr viele spannende Informationen raus. Wie du schon gesagt hast, der Screaming Frog wahrscheinlich dann so das Standard-Tool für sehr, sehr viele, weil es halt auch einfach mega viele Möglichkeiten halt bietet, super flexibel ist, mittlerweile auch eine Scheduling-Funktion hat. Aber wenn es halt darum geht, noch ein paar andere Tools zu nennen, auch speziell für kleinere Seiten, ja, also wir als SEOs, wir sind dann immer verwöhnt, wir haben die Tools, wir haben das Budget dafür, aber wenn ich halt ein kleiner Webmaster bin, das ist ja eigentlich auch dann so die Zielgruppe für kostenlose Tools, Personen, die dann halt nicht die 100 Euro für Tool A, 100 Euro für B, dann da nochmal 60 Euro jeden Monat zur Verfügung haben, dann halt auch die Free-Version von mir aus von Write oder Sistrix Smart mit ihrem Crawler, auf jeden Fall sehr hilfreich, um halt einfach ein paar Tipps für die Webseite zu bekommen. Ja.
Aber ich persönlich würde den Screaming Frog nie missen wollen. Von daher ist es auch für mich so eins der Tools, wo ich sage, komm, nimm die, ich glaube, das sind immer noch 100 Pfund. Nimm dir 100 Pfund in die Hand, das spart dir halt so viel Zeit. Und das ist letztendlich dann auch mal so ein Diskussionspunkt bei den kostenlosen Tools. Also man findet zu sehr vielen Anwendungsfällen etwas. Ja, manchmal ist die Datenquelle ein bisschen eine andere. Von mir aus halt bei WDF, IDF-Tools, als es jetzt bei einem kostenpflichtigen Tool der Fall ist. Oder wie viele Abfragen kann ich halt starten? Am Ende muss ich mich auch immer entscheiden, wie viel Zeitersparnis bringt mir eigentlich so ein Tool. Und wenn ich das halt die Recherche gegen, ich zahle da halt jetzt irgendwie 50, 60 € oder von mir aus auch 100 € gegenrechne, komme ich sehr schnell dahin zu sagen, okay, nee, dann müsste ich halt doch mal das Portemonnaie ein bisschen öffnen, um halt einfach auch zu wissen, wo schaue ich eigentlich rein, mich mit der Bedienung vertraut zu machen und andere Themen. Also gerade der Screaming Frog hat ja auch den Vorteil, dass du ihn erstmal kostenlos nutzen kannst bis 500 URLs, Ja. glaube ich. Dir fehlen dann nur einfach auch ein paar Konfigurationsoptionen. Also ich glaube, die API geht da nicht und solche Sachen, aber zumindest kannst du erstmal loslegen. Ja, Und ich das ist denke auch aber immer. schon, sorry, dass ich da ein bisschen dazwischen Ja. quatsch. Das sind für den durchschnittlichen Webmaster, der hat ja dann gar nicht so die Bedürfnisse, alle APIs anzuzapfen, oder der hat sie im Zweifelsfall nicht mal. Es ist super, super von der Handhabung, die APIs anzapfen zu können, wenn du letztendlich die Tools hast. Und ja, viele Webmaster, die kommen halt auch einfach mit den kostenlosen Funktionen komplett zurecht, die vermissen ja nichts. Ja? Der SEO wird dann sagen, okay, ich will jetzt noch die Backlink-Daten von Majestic reinziehen und Ja. Ahrefs und noch von mir aus die MOS-Daten und dann halt noch die Analytics-Daten. Einfach Daten, Daten, Daten aggregieren und dann siehst du vor lauter Daten das eigentliche Problem nicht mehr. Ja, da ist dann immer zu entscheiden, wie gehe ich halt einfach vor. Und ich glaube ja auch, ich meine, selbst wenn deine Website deutlich größer ist als 500 Seiten, viele Fehler sind ja auch systematisch. Das heißt, in diesen 500 Seiten, die er crawlt, können ja durchaus schon die meisten Fehler auftauchen, auch wenn er jetzt nicht die gesamte Website crawlt, oder? Ja, das auf jeden Fall. Es ist halt wirklich so eine Frage des Anwendungsfalls. Du hast ja schon gesagt, Microsoft SEO Toolkit von der Optik auf jeden Fall in der Zeit stehen geblieben. Das andere Tool ist der immer Xenu, ja, der ja auch interne Links folgt. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wie sieht es eigentlich aus mit Crawling-Fehler auf meiner Webseite, kann ich halt dieses optisch dann an, ja, diese optische Zeitreise, nennen wir es vielleicht so, durchaus mal gehen und dann halt den Xenu-Spider anschmeißen und halt die 404-Fehler intern identifizieren. Ja, stimmt. Ja gut, du hattest schon ein paar Link-Datenbanken erwähnt. Lass uns das ruhig zu unserer nächsten Tool-Kategorie machen. Meine Hypothese wäre ja, es gibt die drei großen bekannten Link-Datenbanken, Ahrefs, Moz und Majestic, Ja. die alle relativ viel kosten. Gibt es kostenlose, gute Alternativen? Ja, insgesamt wird es ja kostenpflichtig, wenn die Datenerhebung halt aufwendig ist. Und wenn wir speziell in den Off-Page-Bereich gucken, muss ich ja anfangen, das Web zu crawlen. Und das ist für Google schon eine Herausforderung und für mich dann als privaten Person, die dann vielleicht ein Tool auch kostenfrei zur Verfügung stellt, irgendwann einfach finanziell nicht mehr lukrativ. Von daher geht natürlich speziell im Off-Page-Bereich die Datenvollständigkeit dann immer so ein bisschen zu Lasten von, ich möchte das halt kostenfrei haben. Aber ein wirklich gutes Tool ist dann der Open Link Profiler, der halt auch in verschiedenen Segmentierungen die Daten anzeigt. Also was sind die Ankertexte, was sind die Top-Level-Domains, wie stark ist die Webseite selbst verlinkt und solche, also Qualitätsfaktoren letztendlich, kann ich darüber halt sehen. Ja. Ansonsten SEO-Kicks war ja auch dann immer eine Anlaufstelle in der deutschen Community. Die waren ja früher ganz kostenfrei, wenn ich mich richtig entsinne. Mittlerweile haben sie auch so ein relativ niedrigpreisiges Preismodell eingeführt. Hilft auf jeden Fall auch, da ein bisschen Überblick zu bekommen. Aber wenn ich halt wirklich alle Daten möchte, dann komme ich nicht an den kostenpflichtigen Tools vorbei. Für den durchschnittlichen Webmaster denke ich, dass Open Link Profiler wunderbar funktioniert. Was man vielleicht da auch nochmal sagen kann, über die Bing Webmaster Tools kann ich ja auch Off-Page-Verlinkungen anzeigen lassen, sowohl meiner eigenen Webseite und, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auch für andere Websites. Ja, dass ich mir einfach deren Link-Profile ein bisschen anschaue. Aber das müsste ich ehrlich gesagt nochmal revalidieren, weil so häufig bin ich dann doch nicht in den Bing Webmaster Tools unterwegs, weil halt viele Anwendungsfälle ich einfach über andere Tools abdecke. Aber wenn wir halt auch da so Richtung On-Page-Optimierungstipps denken, bietet halt auch die Bing Webmaster Tools sehr, sehr schöne Hilfestellungen einfach. Also wo habe ich zum Beispiel mehrere H1-Überschriften, wo passt etwas nicht mit den Descriptions, Seitentitel doppelt und so weiter.
Das kann ich halt auch in den Bing Webmaster Tools kostenfrei letztendlich bekommen. Und was auch kaum einer weiß, dass in den Bing Webmaster Tools auch ein Keyword-Recherche-Tool drin ist. Ja. Was dann leider nur die Suchvolumina von Bing anzeigt, die natürlich immer irgendwie Faktor 30 unter denen von Google liegen. Ja. Aber trotzdem halt, bevor du gar kein Tool hast, ich denke schon, dass die Bing Webmaster Tools sicherlich das unterschätzte Tool grundsätzlich sind. Also ich kenne, gerade wenn wir zu Kunden ansprechen, ne, könnt ihr uns da einen Zugang geben. Ich habe noch nie einen gesehen, der wirklich so ad hoc aus der Hüfte schießen konnte und einen hatte. Aber eigentlich ist es ein geiles Ding. Es ist natürlich vielleicht ein bisschen überladen von der Funktion, ja. Aber ansonsten super hilfreich. Ne? Ja, alle Suchmaschinen sind sehr ähnlich von ihrem Funktionsumfang und vom Vorgehen. Ja, sie untersuchen Links, sie untersuchen On-Page-Faktoren. Die Gewichtung darunter mag ein bisschen unterschiedlich sein und der eine honoriert das mehr als der andere. Aber im Großen und Ganzen unterscheiden sich dann die großen Suchmaschinen wie Google Bing jetzt nicht so exorbitant. Und von daher, alle Tipps, die ich bekommen kann von einer Suchmaschine, würde ich mir auf jeden Fall anschauen, zumal wenn es halt kostenfrei ist. Ja. Die vierte Kategorie, die ich noch gefunden hatte in deiner Liste, war so das Thema Rank-Checker. Ist zumindest so mein Eindruck, da gab es schon mal mehr von. Ja. Kannst du da was Gutes empfehlen? Ja, du hast recht, da gab es lange Zeit viele Tools und es gibt auch mittlerweile viele Tools, die so also ein Freemium-Modell halt haben, wie irgendwie 10 Abfragen oder 100 Keywords jeden Monat. Was ich gefunden habe, ist RankTank. Das ist letztendlich ein Google Sheet, in dem ich über Google Sheets die Google-Suchergebnisse abscrape, was halt super schnell funktioniert, auch mit verschiedenen Konfigurationen von Lokalitäten. Das könnte ich theoretisch mit ein bisschen Bastelarbeit auch so timen, dass es zum Beispiel jeden Sonntag losläuft und mir die Daten dann automatisch schickt, weil die Funktionen bieten ja die Google Spreadsheets. Und von daher kann man da wunderbar mit handhaben. Und wir nutzen das teilweise dann hier auch intern, weil wir uns dann nicht großartig in ein Tool einloggen müssen und irgendwas kategorisieren, sondern da einfach plain die Keywords reingeballert und nach wenigen Sekunden hast du dann die Ergebnisse dafür. Das ist schon durchaus komfortabel. Und letztendlich dann die Google-Ergebnisse mit dem Google-Produkt abzuscrapen ist sowieso immer. Das fühlt sich an wie so ein Perpetuum mobile. Daher auf jeden Fall eine coole Sache. Und wie gesagt, komplett kostenfrei. Ist dann auch der Link bei uns auf der Webseite drauf. Kann man sich durchaus mal anschauen. Ja, das waren eigentlich so die großen Kategorien, die ich so gefunden hatte. Ich habe natürlich noch viel mehr Tools in der Liste gefunden. Was einem natürlich vor allem klar sein muss, es gibt von Google gerade relativ viel. Also, Page Speed Insights nutzt sicherlich jeder. Google My Business. Markup Helper, Web.dev hat, glaube ich, hat noch nicht so jeder auf dem Schirm, ist aber in meinen Augen trotzdem geniales Tool, oder? Ja, absolut. Also Google hat insgesamt ein sehr breites Tool-Portfolio kostenfrei zur Verfügung. Auch jetzt immer mehr auch mit der Search Console dann verknüpft, also dass ich verschiedene Sachen oder verschiedene Subabfragen auch direkt aus der Search Console starten kann. Oder halt das Monitoring letztendlich. Also das Monitoring ist ja eigentlich das, was nochmal spannend ist. Ja, immer so einen Ad-Hoc-Test zu machen, ob jetzt strukturierte Daten auf einer URL sind oder ob die Seite mobilfreundlich ist, ist cool. Meistens entstehen aber die Fehler nicht dann, wenn du es checkst, sondern irgendwann mal entlang des Weges. Von daher dann Monitoring zu haben, ist super und dann bietet sich vor allem die Search Console an. Und halt, wenn es um PageSpeed-Sachen geht, ja, Lighthouse auf jeden Fall, beziehungsweise WebDev hat ja auch dann Funktionen da drin und PageSpeed Insights hat ja auch die Lighthouse-Daten mittlerweile drin. Mal gucken, wann Google da vielleicht auch nochmal so ein bisschen konsolidiert, weil es sind manchmal sehr ähnliche Funktionen oder Überlappung von so 60%, 70%, 80% zwischen den einzelnen Tools heißen einfach anders und auf einer anderen Webseite zu finden und zeigen vielleicht noch zwei Sachen mehr an. Und mal schauen, wann Google auch da sagt, okay, 5 verschiedene Toolnamen draußen zu haben, macht auch für uns nicht so viel Sinn und da vielleicht nochmal konsolidieren werden. Ja, Stichwort Monitoring wäre vielleicht noch ganz gut. Es gibt ja so Tools wie Testomato oder auch Little Warden, finde ich persönlich ziemlich genial, die aber alle kostenpflichtig sind. Kennst du so im Beobachten von ungewollten Website-Veränderungen kostenlose gute Tools? Sehr häufig dann auch wieder Freemium. Also Visual Ping ist zum Beispiel, um auch optische Änderungen zu monitoren, sehr, sehr cool.
Theoretisch könnte man, wenn man ein bisschen technisch versiert ist, auch viel mit Google Sheets halt einfach machen, weil du da ja Import XML Sachen hast und Standardwerte definieren kannst. Wir haben halt jetzt aber auch für uns gesagt, wir wollen so ein On-Page Monitoring Tool anbieten, wo ich halt einfach so Sachen wie viel Canonical Tags sind drauf, ist das Canonical Tag genau so, ist der Statuscode dieser Seite noch 301, einfach automatisiert abfragen kann, weil ich halt häufig auch erlebt habe, dass einfach Sachen wegfliegen. Ja. Dann machst du einen Relaunch, setzt die ganzen Weiterleitungen auf mit Unterseite zu Unterseite, so, dann guckst du nach einem halben Jahr drauf, Rankings irgendwie abgekracht und dann merkst du halt einfach, entweder jemand die Weiterleitung komplett rausgenommen oder die zeigen jetzt einfach komplett woanders hin als vorher. Und da halt einfach ein automatisiertes Alerting drauflaufen zu haben, ist halt super cool. Und das kann ich letztendlich auch jedem empfehlen, selbst wenn es jetzt nicht von den Kollegen hier im Haus gebaut worden wäre. Okay. Finde ich übrigens absolut spannend. Also wir haben das schon relativ lange im Einsatz und ich finde es immer wieder erschütternd, wo du dann auf einmal einen Alert reinkriegst. Und gestern war einer, den ich jetzt in ein paar Wochen im Seminar habe, den habe ich schon mal reingesteckt und dann hat er über Nacht einfach seine Website auf No-Index gestellt. Ja, ja, aber das sind so Sachen, das siehst du halt nicht, ne? Und du stehst davor und denkst, warum verschlechtern sich jetzt die Rankings? Ja. Und ja, das No-Index könnte ein bisschen was damit zu tun haben. Ne? Ja, glücklicherweise haben wir da jetzt halt auch in der Search-Console ein paar mehr Daten zu, ja, über diese gesamten ausgeschlossenen Berichte. Aber natürlich, das hat auch eine gewisse Latenz einfach mit dabei, um da wirklich zu wissen, ist ABC noch Seitenbereich auf No-Index, also Template-Tests aufzusetzen, würde ich jedem empfehlen, der dann SEO ein bisschen professioneller einfach betreibt. Weil du kannst dir so Sachen nicht anschauen, dann haut irgendwas mit den Canonical-URLs nicht mehr hin oder von mir aus auch der Statuscode ändert sich oder wie du sagst, ist ein No-Index auf einmal drin oder jemand hat die Robots.txt wieder angepasst. Das ist ja so Sachen, die du nicht jeden Tag die unsurfst, ja, sondern du hoffst halt, dass es gleich ist und wenn es anders ist, brauchst du irgendeinen Alert, der dir das halt sagt. Oder du hast halt eine Armada von Personen, die sowas kontrollieren kann. Aber auch das glaube ich, dass man Lebenszeit von Menschen sinnvoller investieren kann als so Routineaufgaben. Ja, zumal man aber echt sagen muss, in 99% der Fälle läuft ja auch alles gut. Ne? Es ist halt dieses, halt wie eine Lebensversicherung. Ne? Meistens brauchst du die nicht, aber wenn, dann wäre es doch ganz gut, dass du die hast. Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Vielleicht noch ein Tool, wo ich mich gefragt habe, warum du es drin hast, ist Google erweiterte Suche. Ja. Was kann man da rausholen? Ja, also insgesamt ist es sehr spannend, welche erweiterten Suchfelder Google überhaupt anbietet. Also warum erlauben sie es dir zum Beispiel einen Seitentitel zu suchen oder eine URL zu suchen? Ja, von so mit einem Blick auf so Datenbankstrukturen heißt es ja, dass sie zum Beispiel den Titel separat abspeichern müssen. Also wirklich ein Feld, vereinfacht gesagt, wo der Titel drin steht. Und warum habe ich es mit reingenommen? A, weil man halt viel über die eigene Webseite nochmal erfahren kann. Also was habe ich jetzt gerade indexiert, was kommt zurück zu einzelnen Themen. Oder halt auch, wenn ich einfach eine Themenrecherche machen möchte. Also wer ist jetzt meine Wettbewerber in dem Bereich, wer taucht für verschiedene Keywords auf. Da will ich vielleicht nicht nur die Positionen abfragen, sondern mir auch noch die Seiten halt anschauen und dann halt das auch nochmal qualitativ bewerten. Und von daher die erweiterte Suche mit den Einschränkungsmöglichkeiten nach Zeit, nach Top-Level-Domain, wo ich letztendlich suche, auf jeden Fall super hilfreich. Ja, ist übrigens auch prima, um zu gucken, ob eine Website bestimmte Bereiche auf Länder ausgerichtet hat. Weil du kannst halt in der erweiterten Suche, kannst du die Suche selber auf ein Land einschränken und siehst dann quasi wirklich die Seite, die jemand aus dem jeweiligen Land auch sehen würde. Also ja. Super cooles Tool, gerade so um internationale Sachen zu debuggen. Ja. Hilfreich. Ja. Ansonsten ist da halt auch wieder die Search Console mein Go-To-Tool. Also einfach da halt reinzuschauen, mal nach dem Land zu filtern und dann halt nach URL-Strukturen, die halt da nichts zu suchen haben. Also heißt halt, ich habe eine .com-Domain mit .de-Verzeichnis für Deutschland, dann würde ich halt mal Deutschland einstellen und URLs das not contain .de/. So, und wenn da halt dann AT-Seiten auftauchen oder sonstige Sachen, habe ich wahrscheinlich irgendwo ein kleines Problem. Was finde ich noch in der Liste? Du hast zum Beispiel Copyscape und Sideliner genannt. Wofür brauche ich die? Ja, einfach so Duplicate Content Detection, also einmal innerhalb der Webseite, was dann Sideliner ganz gut kann oder Copyscape. Ja, einfach wenn jemand sonst den Content auf den Webseiten verwendet. Ja. Sieht man relativ häufig, dass Scraper speziell bei größeren Seiten die Inhalte halt rausziehen.
In den allermeisten Fällen bekommt es Google sehr, sehr gut hin, dass du dann immer noch rankst. Aber wenn es halt nicht mehr der Fall ist, das halt rauszufinden, ist halt ein bisschen schwierig. Ja, also hast du jetzt ein Ranking verloren, weil jemand deinen Content kopiert hat und aus welchen Gründen auch immer sich da jetzt ein bisschen ins Hintertreffen geraten lässt. Und von daher sind die Tools dann auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Aber so Duplicate-Content-Sachen haben ja dann auch andere professionelle und kostenpflichtige Tools dann letztendlich drin. Aber wer halt so kleinere Checks machen möchte, fährt mit beiden Anbietern sehr gut. Okay. Und vielleicht ein Tool, was ich auch noch nicht kannte, steht in deiner Liste, die Squoosh-Bilder-Komprimierung, ja, sogar als Tipp markiert. Was macht das Tool so geil? Ist jetzt auch, wenn mich nicht alles täuscht, von Google. Ich muss jetzt gerade selbst nochmal draufklicken. Hat ja Google dann auch Ende letzten Jahres rausgebracht, also rund um den SEO Day. Geht letztendlich darum, Bilder halt einfach nochmal zu komprimieren und auch in verschiedene Dateiformate zu überführen, ja. Also JPEG und PNG sind erstmal ganz cool oder zumindest besser als in allermeisten Fällen Bitmap-Dateien, so was die Dateigröße und dann natürlich den Page-Speed angeht. Aber mit halt Squoosh kann ich die Bilder nochmal feiner komprimieren, sehe halt optisch keinen Verlust, ja, verliere vielleicht manchmal ein bisschen was so an Metadaten, also die Informationen über die Bilder, wie von mir aus Brennweite oder mit welchem Modell wurde es aufgenommen, aber kann halt an der Dateigröße sehr viel sparen. Und wenn wir dann über PageSpeed reden, macht es natürlich einen Unterschied, ob jedes Foto 3 Megabyte groß ist oder ich dasselbe Bild darstellen kann mit 300 KB. Ja. Ist ja manchmal immer noch ein bisschen traurig, dass du im Internet rumsurfst mit einem 2, 3 Gigabyte LTE-Datenvolumen und dann wieder der fünfte ist und du jetzt auf irgendeiner Seite warst, die das Datenvolumen einfach mal durch die Leitung wegsaugt. Klar. Und machen wir uns dann nichts vor, also Bilder und, also speziell Bilder und mit ein bisschen Abstand Videos sind halt weiterhin so die Klassiker, die halt zu einer langsamen Webseite führen, ja, weil halt viele Bilder eingebunden sind in den falschen Dimensionen, in zu großen Dateigrößen und da alles, was dann mit Komprimierung zu tun hat, hilft da halt einfach. Idealerweise auch wieder als automatischer Prozess, also dass du nicht immer auf diese Webseite gehst, dort ein Bild hochlädst, es runterlädst und dann auf deinen Webserver überträgst. Da gibt es ja für verschiedene Content-Management-Systeme oder letztendlich dann auch professionelle API-Lösungen, wo halt die Bilder hingeschickt werden und dann erst bei dir auf dem Server abgelegt. Da kann man letztendlich viel machen und dann auch vor allem wieder viel Arbeitszeit sparen. Ja, also wenn ich jetzt meinen Redakteuren sagen würde, immer dahin gehen, Bilder hochladen, runter, nochmal umbenennen und so, das macht die A nicht glücklich, ist B fehleranfällig und geht halt einfach schneller. Und dass man halt auch die Arbeitsstunden runtergebrochen ist, dann halt so eine API-Lösung auf jeden Fall sinnvoller und robuster. Ja, jetzt haben wir wahnsinnig viel über Tools gesprochen. Ich kriege relativ oft so, also wir machen da viele Webinare und da können Leute Kommentare hinterlassen. Und relativ oft muss ich sowas lesen wie, also überspitzt formuliert, wenn ich nur die richtigen Tools hätte, dann könnte ich auch richtig SEO machen. Merkst du, dass es wirklich auch so eine Haltung gibt, also dass diesen Tools wirklich eine Funktion zugesprochen wird, die sie vielleicht gar nicht haben, dass das Thema überschätzt wird da draußen im Markt? Bin ich ein bisschen zweigeteilt. Also grundsätzlich kann man wunderbar SEO auch machen ohne Tools, ja, weil das jetzt ja wirklich keine Raketenwissenschaft ist, sondern letztendlich solides Handwerk. Ja, und sich dann wirklich die Frage stellen, was möchte die Person, die diese Suchanfrage eingibt, überhaupt auf meiner Seite sehen. Ja, wenn ich mit so einer Perspektive drangehe, dann erzeuge ich erstmal relevanten Content rund um das Thema. Ja, wenn es dann halt so um Strukturanalysen geht, bin ich auf jeden Fall bei dir. Da braucht man dann ein Tool. Ja, wenn ich eine Seite habe, die irgendwie hunderttausende Unterseiten hat und vielleicht auch strukturelle Fehler, das willst du nicht von Hand rausfinden. Das macht nicht so viel Spaß. Oder auch wenn du Screenshots dir ziehen möchtest, um halt, keine Ahnung, Rendering zu kontrollieren. Ja, da haben Tools auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und sind halt wesentlich effizienter. Aber ansonsten, es gibt ein breites Portfolio an kostenfreien Lösungen. Man muss halt einfach nur recherchieren. Und ansonsten ist es halt auch viel solides Handwerk, Suchmaschinenoptimierung und halt einfach sich halt die Frage stellen. Ja, wenn ich eine Suchmaschine wäre, worauf würde ich Wert legen? Wenn ich ein Nutzer wäre, wo würde ich gewisse Themen einfach erwarten? Und was macht vielleicht eine gute Navigationsstruktur aus? Was macht eine gute Webseitenstruktur aus? Warum sind vielleicht beschreibende Seitentitel sinnvoll? Ja. Da kommt man relativ schnell hin, ohne halt letztendlich ein Tool bemühen zu müssen. Ja, also ich höre auch ganz oft so, oder
ganz oft stimmt nicht, aber relativ oft kommt dann auch so eine Frage, ja, wir haben eine WordPress-Website und wir suchen ganz bestimmte Plugins, die die Website nach vorne bringen. Und du musst halt sagen, ja, das Plugin wird es leider nicht schaffen können. Also wenn du keine Backlinks hast, wenn du keinen Content hast, dann hilft dir das eine Plugin da jetzt gerade auch nichts mehr. Ne? Das ist, ja. Naja, ich glaube, es wird manchmal wirklich zumindest ein bisschen überschätzt. Siehst du tendenziell eine Tendenz im Markt, dass die Tools kostenpflichtiger werden? Also wir haben ja zum Beispiel HyperSuggest wird jetzt oder ist jetzt faktisch kostenpflichtig. Die SEO-Tools for Excel gibt es in meinen Augen auch nur noch kostenpflichtig. Siehst du grundsätzlich diese Tendenz, dass eigentlich alle jetzt lieber Cash machen wollen, als irgendwie kostenlos was rauszugeben? Sowohl als auch. Also es gibt weiterhin ein breites Spektrum von Spezialtools, die kostenfrei angeboten werden. Es gibt letztendlich dann auch sehr löbliche Ausnahmen, die immer neuen Funktionsumfang dazu nehmen, ohne letztendlich groß an der Preisschraube zu drehen. Auch das gibt es ja in der Tool-Landschaft und finde ich auf jeden Fall ein super, super Angebot, wofür man auch den Tool-Anbietern durchaus mal Danke sagen kann. Es ist immer die Frage, was du halt brauchst. Ja, und letztendlich steckt halt Aufwand hinten dran und wir wollen ja auch nicht SEO-Tipps oder wo wir halt viel Zeit reingesteckt haben, um uns das beizubringen, Erfahrungen zu machen, Sachen auszutesten. Das willst du ja auch nicht kostenfrei rausgeben. Da steckt immer viel Herzblut drin. Wenn man dann zumindest ein Dankeschön dafür bekommt, finde ich das auf jeden Fall angebracht. Mhm. Okay. Ja, haben wir noch was Wichtiges vergessen bei den ganzen Themen? Nö, ich glaube, wir haben jetzt erstmal einen ganz guten Überblick uns verschafft. Du hast ja schon gesagt, auch Richtung Local, Google My Business und auch Bing Places würde ich auf jeden Fall halt nutzen, weil es halt auch immer in mehr Geräten halt aufpoppt, ja, egal ob jetzt halt auf dem Smartphone oder dann in Autos, ja, dass auch da vielleicht häufiger die Frage kommt, wo ist denn jetzt der nächste Supermarkt und wer hat eigentlich auf? Und da halt einfach gut dazustehen. Ich war letztens erstaunt, habe mir einen Arzt gesucht in Berlin und es sind so viele Ärzte da, die nicht mal ihr Google Places oder mein Business-Profil überhaupt verifiziert haben. Ja? Also ich könnte die in der Theorie übernehmen und dann denkst du dir, wow. Also das wäre ja mit einer der Kanäle, die ich als erstes identifizieren würde zum Thema Neukunden irgendwie bei mir in die Zahnarztpraxis beispielsweise reinzuholen. Und schade, dass das dann weiterhin nicht so viele auf dem Radar haben oder nutzen. Mhm. Ja, wobei, da habe ich zum Beispiel einen Hausarzt, der sagt, Website interessiert mich zum Beispiel gar nicht, weil die Praxis ist eh voll. Und so hast du es wahrscheinlich bei manchen Zahnärzten auch. Ist natürlich ein seltsamer Markt vielleicht, aber. Das kann die Kehrseite der Medaille sein, ja. Wenn du zu sichtbar wirst, dann musst du ja die Frage stellen. Stellst du noch einen zweiten, dritten, vierten Arzt an? Kannst du es überhaupt noch handeln? Aber es gibt halt auch andere Branchen dann, wo es relativ überschaubar letztendlich ist. Vielleicht noch so die allerletzte Frage. Also, ich meine, deine Liste, die habe ich jetzt verlinkt. Ja. Wie bleibt man an dem Thema dran? Es kommen ja immer wieder neue Tools raus. Mhm. Ich meine, so eine Agentur ist das einfach. Ich denke, bei euch wird es auch so laufen. Man kriegt es irgendwo mit und sagt dann dem Mitarbeiter, guck dir das mal an und stell uns das mal vor. Ja. Das kannst du als, ich sag mal, als ein Person kannst du das da draußen eigentlich nicht mehr leisten. Ja. Wie bleibt man dran? Ich muss sagen, ich habe auch erstmalig wieder mehr Zeit investiert, als ich damals diese Themenanfrage bekommen habe. Kannst du dazu mal was erzählen? Und ich bin halt auch sehr in dieser kostenpflichtigen Tool-Landschaft beheimatet und habe halt meistens gar nicht die Bedürfnisse. Aber wenn man sich halt wirklich vorstellt, es gibt mehrere Leute, die dort privat einfach Webseiten betreiben. Und wenn du dann da 100 Euro, wie vorhin schon gesagt, dann hast du auf einmal 300 Euro für Tools. Das kannst und willst du dir tendenziell halt nicht leisten als Privatperson. Von daher, ich würde halt immer je nach Bedarf halt schauen, ja, also was ist, ja, es gibt dafür Suchmaschinen, man muss sich die richtigen Keywords überlegen, Problembeschreibung, und dann findet man regelmäßig Lösungen oder es machen sich auch viele die Arbeit, solche Listen zu erstellen, die auch regelmäßig zu aktualisieren und dann da einfach mal einen Blick halt drauf zu werfen, ist auch super, super hilfreich. Ja. Also ich habe noch mal kurz rumgeguckt gestern und es gab so ein paar Ami-Websites da. Also das Größte, was ich als Anzahl gefunden habe, waren 192 Tools auf einer Seite verlinkt. Und klar, da kannst du jetzt als einzelne Person nur alle Vierer von dir strecken.
Aber nochmal, ich glaube, wir haben heute echt ein paar gute Tools genannt, mit denen du erstmal loslegen kannst. Wenn ihr quasi noch mehr Input braucht, guckt euch die Liste vom Stefan an, da steht alles drin. Deswegen würde ich es für heute fast beschließen. Ich sage dir einen schönen Dank. Schön, dass du dabei warst. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, dann lasst uns das für heute sein und ich hoffe, wir konnten euch ein paar Tools nennen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Ansonsten guckt, wie gesagt, in die Liste rein. Das war's für heute. Vielen Dank, bis bald. Tschüss. Ciao.